Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Let's Play. Maruji Superstar Saga. Plus Bowser Share. Ich hatte zwar Superstar Saga schon mal Let's Played, aber jetzt möchte ich gerne halt Bowser Share spielen. Wenige Stunden zuvor an Bord des Cooper Jets. Zeus, schon wieder besiegt. Naja, nächstes Mal klappt's. Irgendwann muss man doch mal diesen vermaledeiten Mario niederkriegen können. Beim nächsten Mal greifen wir zusammen an. Gemeinsam sind wir stark. Und so weiter. Da kommt mir eine Idee. Wir Gumma sollten auch mal Anerkennung kriegen und so. Hey, was wird da gemurmelt? Ruhe jetzt, verstanden? Du da, bist du soweit? Wo die Kupperlinge? Sehr wohl, Hoheit. Soeben habe ich den letzten Gumba in ein Fass verladen. Ohren geschwitzt, Gumba geschmeißt. Wie geht's weiter in den Schmuddelfässern? Ihr kennt's ja, eher in den Boden getrampelt zu werden, aus dem ihr gekommen kamt, nicht wahr? Warum Bowser nur so an euch hängt? Der hat doch seine 7 Kupferlinge, müsste wunschlos glücklich sein. Außerdem werde ich mich diesmal ganz besonders hervortun. Ganz besonders. Oh, bitte, wir wissen beide, dass ich die Hauptrolle spiele, immer. Ha, glaubst du, wollen wir das im Kampf ausdiskutieren? Wo war ich? Ah, Gumbas vom Fass. Ihr habt bei dieser Mission Pause und werdet nicht gebraucht. Entspannt euch in euren Fässern und träumt vom großen Wurf. Was geht denn da ab? Angriff, eure Hoheit. Der Jet hat was abbekommen. Oho, na dann, mal an die Arbeit. Auf geht's. Nicht ganz, dafür ist es schon zu spät. Ach so, der Feind ist also schon besiegt. Auch nicht ganz, eure Hoheit. Das Haupttriebwerk hat zu großen Schaden erlitten. Der Cooperjet wird jeden Augenblick explodieren. Machst du Witze? Es begab sich für die Scherung zu einer Zeit, als Mario und Luigi allein auf Abenteuerreise gingen. Bei der Explosion des Cooper Jets wurden Bowser Sharing in die abgesehensten Orte verstreut. Ein einsamer Gumba mit reichlich Köpfchen ward irgendwo in einer Ferne abspalt unsanft auf seiner Bewusstlosigkeit gerissen. Wo bin ich? König Bowser? Huhu.
Schergen. Sag doch mal was. Hallo. Gar nicht gut. Ich bin allein und hab keinen Schimmer wo. Uah. Wo kam jetzt das Grumpel her? Ich sollte mich mal draußen umsehen. Aha, ein Berg. Ob die anderen Scheren hier auch irgendwo sind. Und hoffentlich geht's König Bowser gut. Boah. Ha. War das Superman? Nö, das ist Bowser und fliegt. Ist das König Bowser oder Superman? Moment mal, ich sollte erstmal ein paar Aufwärmübungen machen für die verspannten Muskulatur. Kravum. Kravum. So, jetzt fühle ich mich wesentlich flexibler und top motivierter. Auf geht's, Gumba. Auf ins Gefecht. Ha, was ist das denn für ein durchgeknalltes Ding? Hey, das hab ich gehört, das kriegst du zurück. Boah, das Bohnending kann auch noch sprechen. Wie soll ich denn sonst kommunizieren? Per Rauchzeichen geht's noch? Oh, also, ich wollte wirklich nicht. Das mit dem Ding meinte ich nicht so. Du bist eine Qualitätsbohne. Schluss mit dem Wortspielen. Ich mach einen Topf aus dir. Dieser Gegner ist mal was anderes als Mario. Egal, ich renne mal drauf los. Was ich sonst eigentlich auch tue. Gefecht 1, Start. Ja, man kann nichts tun eigentlich, außer zuschauen. Wir haben beide nicht mehr viel KP übrig. Ich muss eine Entscheidung herbeiführen. Also dann, jetzt siehst du, wofür ich so hart trainiert habe. Springen wie ein Schnauzbart, landen, dass der Boden wackelt. Und zwar mitten auf der Rübe meines Gegners. Drücke A, sobald ich den Gegner berühre. Okay, das ist ja ziemlich leicht. Uhu, das ist ja toll. Ich habe ja ganz großartige Spezialaktionen drauf. Neuen Tipp zu Gummanus erhalten. Du kannst ihn, ja. Was? Noch mehr Feinde? Wie viele Kämpfe kommen denn noch? Oh, drücke Start, damit ich sehen kann, wie viele Gefechte noch bevorstehen. Mit der Info kann ich was anfangen. Start. Ah. Okay. Und so läuft es eigentlich allgemein im Schergen-Modus ab. Nichts Spannendes. Jetzt mal im Ernst, wir brauchen einen Kommandanten dringend. Eins ist klar, ich mach's nicht. Verantwortung, Stress, die Schuld für alles tragen. Da sehe ich mich einfach nicht, das bin ich nicht. Hä?
Ach je, so, ja, nee, ich bin auch raus. Na, ganz toll, noch mehr von dem Boden, Moment. Diese Form, vollendete Figur, kommt mir bekannt vor. Meine Kameraden. Und wieso bringst du ihn um? Ey, was hast du für ein Problem? Oh, Entschuldigung. Mich hat die Wiedersehensfreude überwältigt. Ihr kennt das sicher. Gumbas werden nicht überwältigt, oder? Oder lassen wir uns überwältigen? Hin und wieder, eventuell ganz selten. Ich denke nicht. Aber wir sind Bowser Schergen. Ehre und Zusammenhalt erwärmen unser Herz. Also, dann wollen wir mal Gumba Kumpels. Klingt das nach einem Plan? Was bist du so kumpelhaft, Chiang? Sind doch sonst nicht so. Ist doch gar nicht so schlecht, wenn man so bedenkt. Wir können ein weiteres Teammitglied gut gebrauchen. Da ist was dran. Und wir könnten ihm den doofen Job aufs Auge drücken. Naja, ihm die Spezialaufgabe übertragen. Was genau heißt das, Spezialaufgabe? Erzählt mir mehr. Ich schwöre hiermit feierlich, meine Pflichten zu erfüllen. Ja, passt schon. Vor allem finden wir nun zusammen unsere Kollegen. Dann wird alles so wie früher. Klingt super. Der beste Plan überhaupt. All sein ist gruselig. Gumbas sind zusammen furchtlos. Es geht nichts über den guten alten Gruppenzusammenhalt. Mal was anderes. Was ist das für eine Flagge da oben? Der Typ ist wirklich nicht das die hellste Kerze auf der Torte. Der bietet echt nichts. Wie soll ich ihn umbringen? Ach, die macht dich zu Kommandanten. Zum Kommandanten. Jupp, steht hier super. Mach dich so speziell. Verstehe, ich bin Kommandant. Ich, verrückte Welt. Nun gut, alles hört auf mein Kommando. Vorwärts. Ups, nö, Freunde. Ich kann das nicht. Das Kommandantensein lastet zu schwer auf meinen Schultern. Ich hab ja nicht mal Schultern. Ich bin ja ein Gumba. Unzählige Gumbas wollen von Mario schnittigen Stiefeln niedergetrampelt. Meine Rede, naja, nicht ganz, meine war kürzer. Aber wer so redet wie du, der muss einfach Kommandant sein. Du hast die recht Schergen Moral und Stil und Augenbrauen. Wohl wahr, aber ein Trupp ohne Kommandanten ist kein Trupp, ist so. Allein dein quadratisches Kinn erschreit förmlich, Kommandant. Und die Flagge ist einfach wie für dich gemacht. Echt jetzt? Das ist mir fast unangenehm. Kommandant, wobei das klingt schon hübsch. Aber ich bin dem gewachsen. Werde ich die Position ausfüllen? Jau, wird schon. Hehe, na dann, wenn das wirklich so ist. Oh ja, ich schaff das. Holla, das kann ja heiter werden. Oh ja, ich schaff das. Heiter bestimmt. Er hat schon was Putziges. Das ist so einer, der einem alles glaubt, wenn man nur so sein Ego streichelt.
Was, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Alles gut, keine Sorge. Übrigens, du siehst von hinten wie von vorne blendend aus. Tatsächlich, hehe, ich bin schon toll. Oh ja, ich schaff das. Diese Erlebnisse machten aus unserem furchtlosen Gumba den ebenso furchtlosen Kommandanten Gumba. Kommandanten tragen große Verantwortung, was wiederum beim Gegner Begehrlichkeiten weckt. Das erklärte Hauptziel des Feindes ist und bleibt den Kommandant. Schon bald sollte Kommandant Gumba erfahren, wie hart sein neuer Job ist. Gumba gegen Beanies. Ich glaube, sollten wir noch schaffen. Die Zeit ist gekommen, Kommandant. Dein Kampf beginnt. Oh, was vergessen. Wenn der Kommandant besiegt wurde, ist der Kampf vorbei. Da kann der Rest des Trupps sich noch so wacker halten. Was wirklich? Boah, so viel Verantwortung. Gut erfasst, aber den Gegner geht's da gar nicht anders. Wird der gegnerische Kommandant niedergestreckt, haben wir gewonnen. Setzen wir also unseren Fokus auf den gegnerischen Chef. Dann stehst du nicht als Verlierer, so stehst du am Ende als Gewinner, da klingt positiver. Also alles ist gut, solange ich im Kampf auf den Beinen bleibe. Verstanden, klingt eigentlich gar nicht so schwer. Alles klärchen, los geht's. Kumpanen gibt alles. Huch, die stürmen ja alles. Kommandant zu sein ist doch hart. Sieben geben 4. Das ist ein bisschen unfair. Ich aber sieht halt, es gibt da schon keine andere Möglichkeit, so Kämpfe zu machen. Man hat sich etwas einfallen lassen, aber sieht irgendwie ein bisschen schlecht bis jetzt aus. Oh, noch mehr Gumbas. Was für ein Glück, es geht euch gut. Alles klar, ihr könnt auch bei uns mitmachen. Dürfte ich mal kurz was mit dir besprechen? Was ist denn Kommandant? Genau darum geht es. Kommandant sein ist hart. Willst du mich veräppeln? Deine Kommandanten-Performance ist 1A. Du bist so natürlich. Schwer in Worte zu fassen, aber mir gefällt's. Ja, da ist was dran. Du hast diese Aura. Das Stolz im Brust. Solch ein Auftreten ist für Kommandanten die halbe Miete. Huch, ich wusste nicht, dass ihr mich überhaupt beachtet. Oha, er hat's gemerkt. Gar nicht so blöd, der Gute. Du hast es immer noch nicht kapiert. Wir haben es sofort gespürt. Du hast
Charisma. Deine Ausstrahlung nimmt alles ein. Da kann man sich im Kampf entspannt zurücklehnen. So soll das sein. Charisma, inimente Ausstrahlung, das ist ja sensationell. Absolut, absolut, definitiv. Mein Charisma, meine Aura. Langsam kann ich sie auch visualisieren. Sie ist lila. Alles klar, auf geht's. Lass die Kraft der Aura fließen. Alle Mann, wir rücken raus. Das Abenteuer wartet. Bowser muss errettet werden. Echt jetzt? Unser Kommandant dreht durch. Ah, jetzt ja. Ich sehe die Aura. Auch ein Fall für den Facharzt. Aua! Wer war das? Was macht die Mauer hier? Trump, bist du das? Es muss die Aura sein. Die Aura der Beschränktheit. Absolut, absolut, definitiv. Ja. Das war also... Wirf vom Ausschwimmen noch einen Blick auf den Truppstatus, Kommandant. Auf dem oberen Bildschirm siehst du Level und Stärke der Kampfeinheiten. Das sind alles sehr viele Infos, darum beschränke ich mich aufs Wesentliche. Hier sieht man den Level des Teams, dass du den Kampf... in das Kampf führen wirst. Da das Team im Kampf stärker wird, steigt auch diese Zahl weiter an. Du hast bereits die nächste Mission auf den Touchscreen ausgewählt, doch dann sieh mal das Level des gegnerischen Trupps aus der bevorstehenden Mission. Es ist hilfreich, den Level des gegnerischen Trupps mit dem Level des eigenen Trupps zu vergleichen. Vielleicht möchtest du ja alte Missionen erneut absolvieren, um höhere Level zu erreichen. Natürlich kannst du auch sofort loslegen, wenn du auf den Levelunterschied pfeifst. Wie ob es noch was anderes als Hochleveln gibt, um eine Chance gegen deinen Feind zu haben? Was anderes als Hochleveln? Ah, da fällt mir was ein. Du hast ja noch Bonusfähigkeiten, die verhelfen dir bestimmt zum Sieg. Das hier ist eine dieser Bonusfähigkeiten. Sie verbessern deine Werte abhängig von den Einheiten, in denen den Kampf geschickt werden. Diese hier wird bei mindestens 5 Gumbas in deinen Trupp aktiviert. Es gibt viele verschiedene Bonusfähigkeiten. Experimentiere einfach mal mit der Aufstellung und immer schön weiterkämpfen und neue Scheren rekrutieren. Du kannst deine Bonusfähigkeiten unter Fähigkeiten Statistiken ansehen. Zu den Statistiken gelangst du über den Titelbildschirm von Scheren Saga. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter mit Bowser Schergen. Bis dann und ciao.